Schöne Sonntag! Ja, da lachst du. Das ist nämlich richtig. Das ist einfach ein richtig guter Comedian. Schöne Sonntag! Ja, es ist halt einfach nur witzig. Schöne Sonntag! Einfach nur witzig. Schokolade. Schokolade, das ölt die Stimme vom Podcast, habe ich gehört. Alle Profis machen das. Erstmal vor der Aufnahme Schokolade essen. Ja, es ist Ostern, da wird das sogar erlaubt sein hier. Ja, ich denke auch. Hallo, Tinko Star. Und Rinko Moon. Ja. Na? Ihr seid unsere Stars. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebste Leute. Tinko hat sich hier alleine versammelt. Trotz Ostern. Ich bin hier, Ostern zum Trotze. Ich bin hier alleine mit Robin. Ja. Ganz alleine bin ich hier mit Robin. Ja, also wir fürchten uns nicht vor Ostern. Ihr sitzt jetzt alle bei euren Familien rum, habt die Kopfhörer auf, weil die euch alle auf den Sack gehen und hört Brennpunkt Internet. Das macht er richtig. Oh, auch wir gestern auch bei der Familie. Unfassbar, was da so erzählt wird. Also meine Familie, also mein Teil ist ja relativ liberal, ja, und links, aber es waren gestern welche zu Gast, die da anderer Ansicht sind, was da geredet wurde. Da wieder wurde. Die Höckes eingeladen. Das sollt ihr doch nicht mehr machen. Ja, Onkel Bernd halt, ne? Was soll ich machen? Es bleibt mein Onkel. Es bleibt mein Onkel. Und Tante Alice. Ja. Ja, so ungefähr war es echt gewesen. Also sie sind zwar angeblich gegen die AfD, haben sie gesagt, aber die kamen ja aus Protest werden die ja viel gewählt und die sind auch nicht schlimmer als die anderen. Und dann ging es wieder um Impfungen und so, dass die Medien gelogen hätten über die Impfungen, dass sie ja gesagt hätten am Anfang, dass die risikofrei wären. Haben die halt nie gesagt. Ich konnte halt echt jeden Fakt von dem, was sie erzählt haben, entkräften. Das ist schön, oder? Wenn man so ein schönes Familienfest einfach sich zurechtplant und dann wird das so ein politischer Stammtisch. Ja, ist echt unfassbar. Also, aber erst seitdem es diesen Teil der Familie bei uns gibt. Also ich will jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber Sind erst so 5, 6, ja, sind so kleine Kinder, die sind erst reingeboren in die Familie. Mit einem Schlag sozusagen, mit der Flüchtlingskrise. Ja. Die sind aus der Silvesternacht damals entstanden. Genau. Ah, jetzt ergibt alles Sinn. Und seitdem sind die jetzt, es ist unfassbar. Ich will darüber nicht weiter reden, aber es ist eklig und ich hoffe, euch geht's besser irgendwie. Da kommen die hierher aus Tunesien und Marokko, fassen unsere Frauen an und machen rechte Kinder. Auch der Satz ist gestern gefallen irgendwie. Da kommen die hierher, das Pack, weißt du? Und ich denke, Alter, er hat eine Fresse. Wer ist jetzt das Pack? Die Ukrainer, oder? Nee, es ging noch um aus der Flüchtlingskrise 1.0, also aus der Probewelle 2015 sozusagen. 2015 quasi, ja. Genau, die Probewelle. Die nicht in unserem Kulturkreis entstanden sind. Und ich hoffe, dass euch da draußen besser geht, dass eure Familien nicht ganz so eklig sind. Ich freue mich auf die Welle 3.0, wenn die Klimaflüchtlinge kommen. Das wird ein großer Spaß. Es könnten auch wir sein irgendwann, ne? Irgendwann sind es wir. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen, da sind die eingestiegen mit: Wir werden alle sterben. Selbst mit hier Kryptoschlaf. Nee, wie heißt das? Kryptoschlaf? Wie heißt denn das, wenn du irgendwie eingefroren wirst und so? Kryptoschlaf, kannst du kaufen. Kannst du deinen eigenen Körper meinen. Selbst dann geht man davon aus, dass irgendwie in 4 Milliarden Jahren das Universum auseinanderfällt und so. Das war sehr depressing. Ja, WD-40 ran, das geht schon. War sehr depressing und also egal was wir tun, es wird eh alles kaputt gehen und ja. Du hast also Angst vor in 4 Milliarden Jahren? Nö, ist mir dann auch egal. Aber so, weißt du, manchmal hat man das so diesen Background-Gedanken. Selbst wenn ich nicht sterben wollen würde, könnte ich mich ja einfrieren lassen und würde ja ewig leben. Habe ich nicht vor, aber wenn ich das mal machen wollen würde. Aber dieses Video hat einem so oft gezeigt, es ist egal, was du machst, du stirbst irgendwann. Einfrieren lassen, Tino, ist so ein geiles Stichwort, wie du hier zur News des Monats überleitest, ja. Denn es ist ein Video sehr viral gegangen, und zwar das letzte Video der Blue Sky Studios, die zum Beispiel Ice Age gemacht haben. Und als allerletzten Clip dieses Studios hat jetzt Scrat, dieses Hirnchen, endlich diese Nuss da bekommen. Nein. Und gegessen. Und das war ein wirklich trauriges, melancholisches Event. Die Studios schließen und das ist auf jeden Fall Top-Post der Woche auf Reddit gewesen. Warum machen die das? Keine Ahnung. Warum hören die auf? Weil Ice Age ist jetzt vorbei, Klimaerwärmung. Ach so. Können sich einfach nur orientieren, machen jetzt so ein Zukunftsding, weißt du, dass die wiederkommen, die Eichhörnchen und die, was waren das noch? Kommt jetzt alles wieder, so wie Blue Jeans. Mammuts und so. Ja. Was sie jetzt machen, irgendwie nicht Ice Age, sondern Lava, Fire Age oder so. Hm. Die Feuerzeit, schade.
Ja, ist, weiß ich nicht. Hier steht jetzt nichts. Doch, die fängt 12, also vor, ja, ja, okay. Ja, also scheinbar machen die jetzt nichts mehr. Schade. Also ich fand die ersten zwei Teile ganz cool von Ice Age. Danach wurde es mir ein bisschen zu beliebig und zu sehr irgendwie drauf rumreiten auf diesem Markennamen. Wie viele Filme gibt es inzwischen? Fünf? Keine Ahnung. Also ich habe den ersten gesehen und habe den relativ gut in Erinnerung. Den zweiten habe ich, glaube ich, gesehen, weiß davon gar nichts mehr. Und dann wird's dünn. Ja, eben, genau. Das Spannende war ja auch Otto damals noch in der, oder? Otto ist generell immer sehr spannend. Komm, der ist geil, komm, der ist Nee. geil. Er ist sehr repetitiv, ja. Hast du Otto gesehen, wie er zusammen mit Fresh-Haltefolie hier hinter der Hecke redet? Das nicht. Nee. Ah, noch in so. Das ist so anstrengend. Es ist einfach, es ist komisch, es ist lustig. Otto ist so witzig, wenn man 5 ist. Ja, es ist immer das Gleiche, aber irgendwie guckt man sich dann an und lacht trotzdem. Also mir geht es zumindest so. Nee, Otto ist für mich so ein. Also klar, kann man den. Ich finde den okay. Also ich habe nichts persönlich gegen den. Ja. So soll es nicht. So wie, so, ich habe nicht so einen Feldzug wie Herodes gegen Helge Schneider. Auch Aber unberechtigt. ich weiß nicht. Das ist mir einfach ein bisschen zu. Zu. Nee. Nee, der hätte irgendwie mal die Notbremse ziehen sollen, rechtzeitig oder so. Was soll denn der machen? Ich meine, der macht nichts anderes in seinem Leben. Also, der ist ja einfach ein. Es ist eine Catchphrase. Also, Was ist das für eine never Catchphrase? change a winning team. Ja, es gibt ja so Comedians, die dann, oder Menschen so in der Öffentlichkeit, die dann sich neu erfinden müssen. Muss er nicht, weil es läuft halt. Es läuft. Was Ich willst du da fand den machen? als Synchronsprecher von Sid sehr gut. Ja, auf jeden Ich Fall. gebe dir da recht. Aber hast du gesehen, wie er das Album auspackt von Die Ärzte, Hell? Otto, ja, habe ich Ich fand gesehen. das Ja, das fürchterlich. war halt so ein Gag Fürchterlich. irgendwie, so ein Unboxing von ihm. Und kann der irgendwas anderes zur Begrüßung machen als Hola Ja, aber muss er nicht. Hedi! Ist so fürchterlich, Alter. Siehst du, also warum sollte Otto seinen Humor ändern? Das ist wie wenn du sagst, oh, wie VW, mach doch mal Autos mit dreieckigen Rädern. Kann Nun. man machen, aber wird nicht laufen, glaube ich. Fände ich immer noch witziger als Otto. Aber ist okay, ist ein netter. Wer sich auch für witziger als Otto hält, das ist Mario Barth. Oh ja, Da war also das ist jetzt. ja die eigentliche Meldung der Die Woche, Geschichte hat ja oder? auch jetzt schon so ein Bart, ja, wenn ihr das hört. So ein Mario Bart hat das schon. Er muss wohl live gestreamt haben, während er im ICE sitzt Ja. und hat seine Maske halt nicht richtig getragen, halt so unter der Nase und unter Mund und hat halt irgendwie gelabert, bis dann halt so ein Schaffner kam und meinte, sie sollen ihre Maske bitte aufsetzen. Was aber dann irgendwie, wo er dann meinte, ich dachte, zum Trinken ist es in Ordnung. Meine Freundin hat gesagt, ich darf das. Und dann hat Schaffner gesagt, nee, also zum Trinken ja, aber sie machen das schon jetzt eine ganze Weile ohne Maske hier und nehmen mir gerade ein Video auf. Ja. Und dann gab es richtig Ärger, bis dann der Schaffner sogar die Bullen gerufen hat und hat dann Mario Barth des Zuges verwiesen. Und während Mario Barth möchte jetzt Konsequenzen, also juristische Konsequenzen draus ziehen möchte, wobei Christian Solmecke schon gesagt hat, der Anwalt unseres Vertrauens auf YouTube, dass er Ja. nichts machen kann. Muss ich aber auch noch mal zwischengrätschen. Christian Solmecke, wie er über den Drachenlord berichtet, habe ich jetzt auch Es eins der ist ein neuesten. bisschen komisch, Das ne? finde ich, also dieses Video hat auch fast keinen Mehrwert irgendwie. Nee. Während er bei vielen anderen Sachen wirklich so Rechtsprechungen irgendwie also relativ gut auseinandernimmt und so. Also ich habe jetzt nur eins gesehen, das Neueste halt irgendwie, dass der sich verlobt. Ich auch Das heute ist Morgen, irgendwie ja. ganz, ganz komisch so. Also warum reagiert er jetzt darauf, dass der Drachenlord eventuell sich April-Scherz oder nicht verlobt hat? Das hat doch Ja. damit gar nichts zu tun, was der eigentlich macht. Also ich verschreibe ihm seinen Content nicht vor. Es war für mich nur einfach super seltsam, weil das ganz anders ist als jedes andere Video, was ich jemals von ihm gesehen habe. Ja, doch, er zieht sich jetzt schon so wie so aus dem Arsch irgendwie eine juristische Sache aus dem Video, weißt du? Dass er gemerkt, so, der Drachenlord hat sich jetzt verlobt und für wen das Folgen haben könnte juristisch, das erfahrt ihr jetzt Ja. hier im Video. Und ich Und dachte dann mir, sagt er noch sehr richtig, ey, Pizza dahin bestellen ist nicht gut, weil das Knechen, also das das wissen wir ja alles, schadet ja. ja den Arbeiten dort und ist auch sinnlos für Umwelt und all diese Aspekte. Am Ende sagt er das halt auch nochmal so, ja, muss man nicht Pizza hinbestellen und lacht dann so halt, dass es eigentlich doch witzig findet. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch für mich gewesen. Ja, ich habe es auch heute Morgen gesehen, so zur Hälfte zumindest, und dachte dann so, naja, komm, das ist jetzt echt so ein Video wegen der Klicks wahrscheinlich. Ja, Das also macht er ja sonst nicht. das Einzige, was er noch analysiert hat, das macht er relativ spät, dass die Leute, die vor der Tür,
Also bei der neuen Wohnung oder Stelle, was weiß ich, von der Freundin jetzt, waren halt irgendwie auch Leute. Und das war kein Hausfriedensbruch, weil die halt davor waren. Und weiter sagte dazu nichts. Aber ich bin mir sicher, dass das trotzdem ab einer bestimmten Stelle Stalking oder irgendein anderer Tatbestand sein muss. Irgendwann schon. Kann es ja nicht einfach als Gruppe permanent vor irgendwelchen Häusern stehen, ohne dass es rechtlich relevant ist. Kommt drauf an, wenn sie echt nur vor dieser Haustür stehen, also nicht mal auf dem Grundstück, sondern sie wohnt ja in der Wohnung wahrscheinlich, wenn sie in dem Hausflur sind, dann ist es erstmal kein Problem. Also ja, aber wenn das eine Person immer wieder machen würde, so bei einer Frau vor der Tür stehen, wäre das doch Stalking. Und nur weil es jetzt eine Gruppe ist, ist es nicht Stalking, oder? Gute Frage. Und vor allem ist es ja auch noch wahrscheinlich geplant, also organisiertes Verbrechen. Also wenn sie sich jetzt bedroht fühlt davon, kann sie jetzt sicherlich irgendwas machen. Aber ich dachte, wenn die jetzt echt nur da chillen und sie angucken nur. Aber keine Ahnung, müssen wir Christian Solmecke fragen. Ich stelle mich einfach mal vor Solmeckes Tür ein paar Wochen und gucken wir mal, ob er da nochmal Stellung bezieht. Aber Fachlohn ist verlobt, das ist doch auch eine Meldung, oder? Es war halt am 1. April hochgeladen, aber who knows. Ich fand es ein bisschen easy making, dieses Video, was er gemacht hat. So, sie gucken so ganz ernst so in der Kamera vorbei. Schatz, willst du mich heiraten? Ja, dann küssen sie sich. Das ist sein bestes Video bisher. Also, das ist großartig. Aber ich habe ihn nicht abonniert, ich kenne nicht so viele Videos von ihm. Wir hatten eigentlich über den Kollegen hier geredet. Wir sind irgendwie ein bisschen abgerutscht, weil da gab es noch die ein oder andere Sache zu sagen. Der Schaffner hat ja wohl irgendwie gesehen, dass er einen Livestream gemacht hat und hat halt im Livestream dann wohl gesehen, dass er nicht nur zum Trinken die Maske ab hatte. Also Mario Barth-Fan wahrscheinlich. So, und er gibt ja auch noch zu, dass er diese Straftat begangen hat. Mhm. Also Mario Barth. So. Und diskutiert dann trotzdem übelst lange rum und macht dann nochmal ein 45 Minuten langes Instagram, YouTube, Facebook-Video. Mhm. Und beschwert sich und alles ganz schlimm. Und dann kommentiert die Deutsche Bahn-Konzern auf Facebook: ja. Maskenpflicht in unseren Zügen. Kennste? Ja, fand ich witzig. Sehr, sehr gut. Aber guck mal, zum Zeitpunkt des Screenshots, nach 21 Stunden auch schon wieder eine 500.000 Aufrufe. Was ist diese Scheiße, ey. Ja. Was wird denn erwarten? Ich weiß gar nicht, was man da jetzt bekommt dafür. So ein paar 100 Euro vielleicht Strafe? Er hat ja die Strafe an sich schon bekommen, oder? Ich dachte, das hat gar nicht weiter Konsequenzen. Er muss halt den Zug verlassen und das Ticket verfällt. Achso, ich dachte, dass man, wie wenn du kein Ticket hast, dass du dann auch irgendwie was zahlen musst, so 60 Euro oder so. Nee, er ist ja direkt raus. Ach so. Ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen. Mhm. Aber dass da halt ein Riesending draus gemacht wird, ne, das spricht dafür, dass in Deutschland gerade sonst nicht so viel geht. Na, wobei, so hygieneschutztechnisch kann es schon sein, dass da mehr erwartet wird. Also wenn du jetzt irgendwie dich mit 1000 Leuten getroffen hast, so zum Lockdown, dann war ja die erste Strafe erstmal die Auflösung, aber eben auch eine Geldstrafe noch wegen Verstoß. Das ist halt nur, weil es Mario Barth ist. Also wenn das ein normaler Mensch gewesen wäre, der halt außen zugeschickt wurde, hätte doch keinen interessiert. Wahrscheinlich nicht, nee. Deswegen, das meine ich. Nee, aber es geht ja auch darum, dass er auch eine riesen Reichweite hat und danach noch irgendwie nachgetreten hatte, irgendwie der Schaffner wäre unfreundlich gewesen, keine Ahnung. Was fällt dem ein? Mehr Aufmerksamkeit. Also wenn das Mario Barth macht, klar, das war wie der von der AfD, Stefan Brandner, der sich auch dann ohne Maske irgendwie versteckt hat auf der Zugtoilette oder so. Mhm. Das ist halt dann auch so eine Meldung wert. Wenn ich das mache, ja, dann wird es keinen jucken, aber bei Brandner und Barth ist es halt so. Ich wünschte, dass auf Mario Barths nächster Tour ein Schaffner kommt und ihn von der Bühne verweist. Ja, dann geht's ganz Deutschland besser, glaube ich. Ja. Aber findest du Mario Barth witzig? Hast du mal irgendwas von dem gesehen? Es ist unerträglich. Mhm. Also da wurde auch wir haben ja so eine Quote-Quest-Gruppe, also wenn man auf Telegram, ne, hier, auf Patreon Geld gibt und dann dadurch in die Telegram-Gruppe kommt, ja, dann hat man auch Zugang zur Quote-Quest-Gruppe. Hashtag Werbung. Ja, und da werden ja manchmal so Zitate weitergeleitet, so aus dem Kontext gerissen, aus der Oase, aus der Telegram-Gruppe. Und da ist halt ein Kommentar davon, endlich ist Mario Barth jetzt witzig. Und das ist der erste Satz, der mir zu peinlich für Quote-Quest ist. Kann ich verstehen. Das will ich auf der offenen Straße nicht sagen. Ich würde sagen, glaube ich, aus ironischen Gründen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Freundin zu Besuch, die ich echt sehr, sehr schätze und die sehr witzig ist und sehr klug. Und dann saßen wir auf einer Couch und haben überlegt, was wir jetzt gucken könnten. Und ihr Vorschlag war, mach mal Mario Barth an.
Dann hast du direkt aus dem Fenster da geschmissen. Da ist alles in mir zerfallen. Ich dachte, was ist denn mit dir los? Und war echt schockiert. Und sie meinte, ja, es gibt einen Witz, der ganz cool war. Und jetzt bin ich gespannt. Das ging irgendwie um so irgendwelche Tauben, die sich unterhalten auf der Straße. Don Taube und so. Und ich habe den Witz nicht ganz verstanden, aber der hat dann so Tauben imitiert. Siehst du, imitiert. Der ist zu intellektuell für dich. Ja, der hat so Tauben imitiert und das fand sie halt witzig. Hat er Gurgur gemacht? Das ist so eine Art irgendwie, so Gurgur. Hat sein Gesicht so verzogen wie so ein Pate irgendwie, so Mafia-Pate. Ah ja. Also ich war sehr schockiert. Und ich muss sagen, ja, es gab Sachen drin, die fand ich auch jetzt nicht schlecht irgendwie, die er da in dem Programm gesagt hat, aber so dieses Männer-Frauen, kennst du, ist halt einfach sowas von 2005. Ja, aber also ich sehe das auf einer anderen Ebene. Ich glaube, dass der sehr verschrien ist wegen Stereotypen und das ist schlecht und bla. Mhm. Aber ich finde es halt auch einfach nicht witzig. Also ja, das, sicher. Das sind für mich zwei Ebenen. Ich glaube, dass halt wirklich sehr viel Kritik daher rührt, dass man so in Klischees denken und das ist doch so gestrig. Aber auch ist es ja auch, ja. Aber es ist halt obendrein auch noch nicht witzig. Aber auch seine Verschwörungstheorien, die er da hatte, ja, als hier gegen Trump protestiert worden ist, hat er sich hier vor den Trump Tower gestellt und dann gefilmt. Hier sind gar keine Proteste. Hier, guck mal und so. Hammer-Gag. Ja, toll. Okay. Ja, ist wohl auch so ein bisschen, nicht, vielleicht nicht pro Trump gewesen, aber hat irgendwie zeigen wollen, dass gar nicht gegen Trump demonstriert worden sein soll. Aber das war auch Quatsch. Ja, was da war das? Da war irgendwie an einem Tag da, wo es halt mal keine Demonstrationen gab. Hm. Oder zu einer Stunde, wo es gar keine Demos gab. Wollte dann den großen Beweis anführen: Na, hier guck, alles nur Medien lügen. Ja, können wir nicht einfach das so machen, dass wir, ich weiß nicht, Deutschland irgendwie so eine Metallmauer und dann sagen wir, Deutschland ist ein großer Waggon und dann werfen wir Mario Barth da raus, oder? Ja, das ist eine schöne Idee. Fände ich auf jeden Fall gut. Nee, er kann ja gerne seine tollen Gags machen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Stadien füllt jetzt post-Corona, dann mal gucken. Aber ja, ich denke schon, ich habe mich auch beliebt auf seinem YouTube-Kanal mal umgeschaut. Ist echt ganz finster. Ist nicht ganz so schlimm wie neulich, als ich im Stream mal mir Madin Schneider angeguckt habe mit seiner Instagram-Präsenz. Also da ist ja wirklich oi. Da ist ja gar nichts zu holen. Dieser Mann besteht aus dem Witz, haha, ich habe einen großen Mund. Ja, und ich spreche so. Ich komme aus dem Schwabenland. Das ist halt ganz schwierig alles, ey. Das ist, oh. Ja, und dann habe ich mir noch ein Stand-up von ihm angeguckt und das war, Alter, da hat nicht mal das Publikum gelacht. Also das war wirklich ganz, ganz finster. Ich bin ein bisschen befangen bei Martin Schneider, weil ich eine Freundin habe, die mit ihm halt viel, viel arbeitet so und die mir manchmal Sachen geschickt hatte. Ja, und der kann ja trotzdem netter sein, aber ist, halt ja, ein unwitziger Netter. Ja, ich fand ihn auch, als er anfing, witzig so, also auch bei RTL so Stand-up-Comedians, Stand-up-Programm hatte und bei den Sieben Zwergen war er ja auch mit dabei. Da war es schon lustig. Aber du merkst, also er ist auserzählt. Ich finde Otto nicht, der hat Erfolg damit, aber ich finde, dass bei den Schneidern dieses große Mundding ist ein bisschen auserzählt. Mhm. Ist meine Meinung, aber ist auch eine Geschmacksfrage. Ja. Er wird noch Fans haben, die das geil finden. Guck mal, der hat einen großen Mund. Das ist einfach so ein geiler Gag, ne? Der spricht Schwäbisch, geil. Mhm. Ich werde jetzt hier nochmal auf seine Instagram-Seite gehen. Der wird uns bestimmt einen schönen Sonntag gleich wünschen. Was hast du denn sonst noch, während ich Hallo, das hier raussuche? Schöne Sonntag. Nee, schöne Sonntag! Ja, da lachst du. Das ist einfach ein richtig guter Comedian. Eine super Nachricht und zwar, jetzt aufgepasst, am 25. August. Ja, das ist Werbung, halt's Maul. Also hier, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Am 15. Ein gutes Tier. Ja, das gut. Das ist sie, die ich meine, von mir hier. Das ist sie. Ja, genau. Schöne Sonntag! Schöne Sonntag! Ja, es ist halt einfach nur witzig. Schöne Sonntag! Einfach nur witzig. Aber der schwäbische Dialekt ist schon geil, komm. Wenn ich den mache, ist der noch viel besser. Ich hätte mal... Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, als ich noch Schülerpraktikant war, der hat halt Schwäbisch gesprochen. Ich habe ihn dafür geliebt, wie er gesprochen hat. Und wer ist Naschisho? Die ist eine ehemalige Parteigenossin von mir. Aha, und jetzt ist die hier... Ja, die macht halt Musik, die ist Jazzsängerin. Ja, was macht die hier mit dem viel zu alten Mann? Musik machen die zusammen. Der macht Musik? Irgendwie Naschi Swings, Martin, weiß ich nicht, irgendwie... Swinging Jazz irgendwas zusammen, ja, keine Ahnung.
Also was Ernstes, oder geht's da du, schöne Sonntag, Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Na gut, so sehr magst du die also, das erzähle ich ihr. Weiß was? Nicht mal, was sie für Musik macht. Ich weiß auch nicht, was für Musik macht bei Frau, wie heißt sie? Anna Spiegel. Kennst du Anna Spiegel? Darmspiegel kenne ich. Anna Darmspiegelung. Die ist unsere aktuelle Bundesfamilienministerin gewesen. Unsere aktuelle gewesen, genau, ist jetzt schon ersetzt worden. Denn jetzt kam nämlich raus, als damals diese Flutkatastrophe war in Nordrhein-Westfalen. Ach, die macht immer diese Dokus über diesen Laden auf der Reeperbahn, ne? Genau, Spiegel, genau. Die ist das. Die ist das. Die Anne ist das. Und die war damals zur Flutkatastrophe Umweltministerin dort. Mhm. Und soll wohl kurz danach irgendwie 4 Wochen in Urlaub gefahren sein. Ach, das habe ich doch am Rande. Und hat sich ausgeruht wohl aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt soll sie halt dafür zurücktreten als Bundesfamilienministerin. Mhm. Wie finden wir das? Ich weiß es nicht. Also sie war ja, ist ja nicht sofort weggefahren, zwar wohl erst ein paar Wochen später. Mhm. Und ich, also, keine Ahnung. Dürfen Minister schlimm. Urlaub? Also 4 Wochen kommt mir relativ lang vor, muss ich sagen. Aber an sich dürfen Minister mal Urlaub machen oder wie ist das? Wo steht's denn? 4-wöchiger Familienurlaub. Und wenn das danach war, also wenn wir das mal vergleichen mit Herrn Ted Cruz, der während Texas komplett eingefroren ist und alle Rohre gebrochen sind, nach Cancun ins Warme geflogen ist und sie aber das halt irgendwie später macht. Ich habe es jetzt nicht mitbekommen. Zehn Tage nach der Flutkatastrophe ist sie halt für 4 Wochen weggefahren nach Frankreich oder so. 10 Tage danach war wahrscheinlich noch nicht alles aufgeräumt, war. Ja, und das Ding war auch, dass sie wohl behauptet hätte, dass sie an Konferenzen teilgenommen hätte, aber hat sie gar nicht gemacht. Hat sie jetzt zugegeben, dass sie jetzt gelogen hat, aber sie war wohl verfügbar für Konferenzen. Ja, keine Ahnung. Ich finde es deswegen nicht geil, weil es gab Sachen von Ministern und Ministerinnen, die ich viel, viel schlimmer finde und die nicht zurückgetreten sind. Andi Scheuer, der war jahrelang Verkehrsminister im Bundestag und hat so viel Geld verbraten, so viel Scheiße gemacht, und er ist nicht zurückgetreten, weißt du? Er wird noch gefeiert irgendwie als großer Minister. Und dann fährt sie halt in Urlaub. Ja, cool, das war auch kein feiner Move, aber im Vergleich noch relativ harmlos, finde ich jetzt. Hat das jemand gefordert oder ist sie jetzt einfach von sich aus zurückgetreten? Es gab Forderungen, ganz harte, vor allem von der CDU. So aus der Richtung, weil sie ist ja bei den Grünen. Und ist ihm jetzt nachgekommen und trat zurück. Jetzt gibt es eine neue Familienministerin. Sie hat halt den fatalen Fehler gemacht, in Urlaub zu fahren und sich nicht hinzustellen und zu lachen, während da die Leichen aus dem Wasser gezogen wurden. Das war der große Fehler. Sonst hätte die CDU geschlossen hinter ihr gestanden. Ja. Übrigens sagen auch viele, dass dieser Lacher der einzige Grund gewesen wäre, wieso Laschet nicht gewählt worden sein soll. Darüber hinaus ist er ein sehr qualifizierter Politiker. Schön, dass man von ihm gar nichts mehr hört. Ich glaube, wir sind der einzige Podcast/Mensch, der diesen Namen überhaupt noch in den Mund nimmt. Der ist im Bundestag trotzdem, oder? Na, aber was macht denn der? Nichts. Rumschreien wahrscheinlich. Und lachen. Ja. Als hier die Holocaust-Gedenkstunde war. Wer weiß. Viel zu lachen hat uns auch eine Person gegeben, Gilbert Gottfried. Ja, der ist lustig. Nicht mehr. Ist er tot? Er ist gestorben. Nein! So war ich ja. Nein! Ja. Oh, wie sad. Unter anderem der englische Synchronsprecher von, ich weiß gar nicht, wie der Vogel heißt bei Aladdin. Sasu? Papagei. Nee. Lago heißt er im Englischen. Sasu war bei König der Löwen. Also, Lago heißt er halt im Englischen, aber ich glaube nicht, dass er im Deutschen Lago heißt. Aber dieser Vogel da. Ja. Und Gilbert Gottfried hat eine sehr, sehr markante Stimme, die ganze Zeit so ein bisschen cartmanisch ist, aber anders. Und er kneift auch mal die Augen so zu beim Sprechen. Och na, er knifft die Augen zu jetzt endgültig. Ja. Och nein. Das ist aber im Alter von 67 Jahren gestorben. Das ist jung. Ist jung, ist auch verfrüht aufgrund von einem Herz... Impfung bestimmt. Nee, die Impfung sind dran schuld. Von einem Herzfehler, den er aber irgendwie seit Geburt hat. Ja. Ich weiß nicht genau, wie irgendwie so ein unregelmäßiger Herzschlagrhythmus oder sowas. Und da ist er jetzt... Herzrhythmusstörung. Ja. Es rafft die Großen hin. Er war auch ein großer Homie von Norm MacDonald, der auch noch vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, gestorben ist. Der große Konkurrent von Burger King. Genau. Das ist ein guter Mann. Und also seine Stand-Ups fand ich jetzt nicht so geil, wobei die wieder halt, also der war so einer, der keinen Fuck gegeben hat. Der hat halt so mit Absicht richtig beschissene Stand-Ups teilweise gehabt. Also will ich ihm jetzt mal unterstellen. Wie vielleicht Mario Barth quasi. Und Martin Schneider. Nur hier glaube ich es eher. Ja. Und halt so mit Absicht
Ich liebe das ja, wenn man so mit Absicht so richtig schlechtes Timing bei einer Punchline hat. Dadurch wird es wieder gut. Ja. Also, wenn ich gerade von Norm Macdonald gesprochen habe zum Beispiel, der hat halt diesen uralten Witz erzählt. Erzählt so 10 Minuten, oh ja, hier, es gibt so viele großartige Schiffe, also im Englischen halt Chips, so super Chips, but do you know what the best chip is? Friendship. So, also er lässt gar keine Pause zu überlegen und dadurch wird es halt so scheiße, ja, dass es wieder geil wird. Ja. Und das liebe ich. Ja, Gilbert Gottfried, guter Mann. Das war auch so ein Konzept von Klaas mal, der ist aufgetreten als 360-Grad-Comedian, der halt die Porten ausgelassen hat immer. Ausgelassen. Nur gelette Frau zum Arzt. Und das war es halt. Also, das war so richtig Fremdscham, aber irgendwie auch lustig. Weil die Leute halt nicht wussten, was er vorhatte. No. Oder hat irgendwie dann die Witze irgendwie. Nee, hat sie nicht weggelassen, hat sie irgendwie falsch erzählt irgendwie. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Jedenfalls war es auch die Pointen versaut und teilweise gar nicht richtig ausgesprochen. Ja, Gottfried, auch mal schade. Also ich kann ihn als Kind schon irgendwie aus irgendwelchen Filmen und Serien und so und fand ihn immer sehr lustig. Und habe es vor einem halben Jahr ihn wieder entdeckt quasi, weil er auch so Cameo-Videos gemacht hat. Ja, wo stimmt. Wo man ihn bezahlen konnte, wo er so Sachen sagt wie, ja, ich fick deine Mutter und so und awesome, hehehe, cringy und so. Es gibt auch ein Video, ich glaube, von College Humor, wie er Tyler aus 50 Shades of Grey liest. Das ist auch ganz auch geil. My clitoris! Oder er war auch bei diesen Roast-Geschichten dabei, wie The Roast of Charlie Sheen und sowas. Also, großer Mann, schade, dass ich hier erfahren muss jetzt. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil ich ihn echt witzig fand. I'm sorry. Aber dieses Cameo-Dings machen gerade so krass viele. Also auch in Deutschland, ja, diese ganzen irgendwie Martin Semmelrockes und so, die du buchen kannst für 60 Euro, dass sie halt so einen Satz in die Kamera sagen. 60 Euro ist echt viel, Alter. Ist verschieden. Also manche machen das für 15 Euro, wie irgendwelche Schwiegertochter gesucht, Typen. Aber manche so C-Promis, die im Dschungelcamp waren, verlangen teilweise 100 Euro dafür. Für so einen Jumbo-Schreiner macht das auch und so. Und wie sie alle heißen, das finde ich immer ziemlich krass. Auf der einen Seite finde ich es auch ein bisschen traurig, weil das ja irgendwie auch, also das machen jetzt eher Leute, die darauf angewiesen sind finanziell, ja? Ja, kannst ja nicht wissen, oder? Also das sind ja meistens nur so 2-Minuten-Videos. Das macht ja keiner aus Spaß. Ja, aber wenn du für 2 Minuten effektiv Arbeit irgendwie plötzlich 50 Euro kriegst, da sagst du halt nicht Nein zu. Naja, mein Eindruck war, also ich will es nicht verurteilen, ich finde es auch irgendwie cool, dass man sowas machen kann, aber erstens ist es jetzt völlig wertlos, weil früher war es ja so, es war ein Riesending, wenn irgendein Promi in die Kamera sagt, Happy Birthday, lieber Thomas, so. Ja, aber jetzt kannst du es halt kaufen einfach. Es gibt so eine YouTuberin, ich weiß gar nicht, ob die noch aktiv ist. Vegas hieß die, irgendwas anderes noch ein bisschen. Ja, der alte Fahrer in Urlaub. Genau, ne? Und da dachte ich immer, die Sau, Alter. Und den hat sie halt von irgendeinem Konzert oder irgendwas war das halt nicht so ein Cameo-Ding ist dann natürlich nicht so cool, ne? Wenn du die Leute bezahlst dafür. Sie traf ihn den wirklich fach in Urlaub und hat dann irgendwie ihn gefragt, ob er nicht ein Intro machen kann für sie. Und hat er wohl gesagt, Vegas Films präsentiert. Und ich dachte, Alter, ist die geil. War schon deswegen Fan von ihr. Ja, ich habe die nie abonniert, aber man halt so am Rand mitbekommen. Auch bei MySpace damals war ich ihr Freund. Nee, jedenfalls, dieses Cameo-Ding ist halt so gerade voll im Boom. Und es verliert so ein bisschen an Wert, weißt du? Also wenn du dann irgendwie 50 Euro bezahlen musst für Martin Semmelrocke, der dann irgendwie in die Kamera sagt, hier zum Firmenjubiläum, alles Gute, ist halt nicht mehr so cool. Ich glaube, die macht, doch vor 7 Monaten kam mal was. Aber sie hat das Intro so nicht mehr. Sie ist immer noch so hübsch. Ist auch schon bestimmt 7 Jahre her, wo sie das gemacht hat. Ja, aber hallo, warum ändert die ihr Intro? Würde ich niemals machen, wenn ich von Farin Urlaub ein Intro hätte, würde ich es niemals ändern. Ja, aber wenn Farin Urlaub plötzlich sagt, er fickt AfD-Leute in den Arsch, dann sagst du ja bestimmt, da kann ich mich nicht mehr. Das Intro ist nicht mehr hier. Da habe ich jetzt auch ein bisschen vor 6 Jahren auch schon. Egal. Ja. So, bisschen Retro-YouTube hier gemacht. Würdest du auch so Cameos machen? Ja. Machst du ja schon halt teilweise, ne, mit deinem Patreon. Kann man ja so Sprachnachrichten kaufen. Ich glaube, bei Patreon ist schon der Hauptansatz, dass man in die Telegram-Gruppe kommt und mit den coolen Leuten Meme-Austausch machen kann. Und das ist einfach ganz toll und witzig. Und aber auch Cameo. Ich bin da jeden Tag am Schreiben. Man kann sich auch buchen für man kann sich das auch wünschen. Ne? Man kann sich auch wünschen, dass ich in irgendeiner Stimme oder so was Komisches sage oder so. Das sind halt, weil das so Tiers gibt, habe ich mir halt irgendeinen Scheiß überlegt. Wenn das jemand will, okay, so, weißt du. Oder man fragt dich einfach, ob du einen Pfarrer sprechen möchtest, dann machst du es auch umsonst. Ja, ich kann ja auch Cartman für euch machen. Gar kein Problem. Ist halt erschreckend nah dran, ja. Ja.
Ja, Cameo, also ich weiß nicht, für mich hat das immer so einen Eindruck von irgendwie, ich brauche Geld, irgendwie, ich werde nicht mehr gebucht. Finde es aber auch jetzt nicht schlimm, also auch nicht, ich will auch nicht auf die herabblicken, weil die ja irgendwie auch davon leben, von solchen Öffentlichkeitsarbeiten und schön, dass es solche Sachen gibt. Die Videos, die da auf dieser Plattform hochgeladen werden, könnte man als Cameo-Shots bezeichnen. Ah, ja, gerne. Gut, ich habe auf jeden Fall hier noch einiges. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen zum nächsten Thema Okay, übergehen. gerne. Aber Gilbert ist jetzt bei Och Gottfried. Mann. Das haben wir auf jeden Fall abgehakt. Dann ist hier eine krasse Meldung der Woche, die ist sowas von heiß auf Twitter entfacht wurde, dass Elon Musk Twitter kaufen will, Ja. angeblich um da die Meinungsfreiheit zu wahren oder was auch immer. Man vermutet auch einen PR-Move mal wieder, weil es auch irgendwie finanziell jetzt nicht so lukrativ erscheint und auch nicht so möglich. Er hat bis jetzt irgendwie 9% Anteile gekauft und Twitter hat direkt auch eine sogenannte Giftpille, das ist jetzt hier wirklich kurz bevor du reinkommst, habe ich mich da noch reingelesen, bin da nicht ganz so firm, eine sogenannte Giftpille sich überlegt oder wie auch immer man es bezeichnen will. Also es ist eine Gegenmaßnahme, dass Anteilshaber mehr Rechte bekommen, wenn eine Person über 15% Anteile besitzt. Damit es quasi dieser Person dann schwerer gemacht wird, noch den Rest zu besitzen. So, also Twitter hat gerade nicht so Interesse dran, aufgekauft zu werden. Das Angebot, was irgendwie im Raum stand oder das Ausgerechnete am Wert der Aktien oder was weiß ich, sind wohl irgendwie 43 Milliarden, Was? was Nein. einiges an Geld ist. Krass. Denn Ja. Twitter ist halt groß. Ich bezweifle auch, also ich weiß nicht, es sind halt so ein bisschen zwei Lager. Die einen sagen, ja, hier, jetzt kackt euch alle ein, weil dann wird hier die Meinungsfreiheit durchgedrückt. Und auf der anderen Seite steht aber dann, weiß nicht, bist du sicher? Weil unter anderem, ich glaube, wir haben da auch drüber berichtet, wurde ja vor einigen Monaten sehr aktiv über die Flugrouten von bekannten Leuten berichtet auf Ja. Twitter. Was öffentliche Informationen sind und die auf diesem Account quasi einfach nur gebündelt präsentiert wurden. Und da hat ja Elon Musk persönliche DMs verschickt, um das zu unterbinden und hat da gedroht und so. Und das ist ja auch, also was ist das, wenn das nicht Meinungsfreiheit ist? Öffentliche Informationen an So einen zu Ort teilen zu einfach, ja. teilen, gesammelt. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann das Maß aller Dinge ist. Ich finde ja, sowas wie Twitter sollte eigentlich. Abgeschafft werden. Nee, ja, Doch. von mir aus auch, aber wenn nicht, dann sollte es irgendwie so als öffentliches gehandhabt werden. Nicht privat, Ja. sondern so ein. Also, es ist ja jetzt. Enteignen, sagst doch du Zerschlagen! Marxist. Na, also, man sollte es zumindest halt so behandeln wie den öffentlichen Raum irgendwie. Also, während halt damals irgendwie die Römer aufs Forum gegangen sind und da halt alles gesagt haben, geht halt heutzutage der digitale Mensch auf Twitter und Co. und bläst da alles raus. Und ich bin ja auch der Meinung, dass man da sehr tolerant sein sollte, außer halt, wenn jetzt schwere Hetze passiert oder Aufruf zur Gewalt oder Androhung von Gewalt, sowas, alles, was halt strafrechtlich auch relevant ist. Aber alles, was so Meinung ist, finde ich, sollte man nicht unterbinden. Was ja viele sehr schlimm finden, dass Twitter genau wie YouTube diese Anmerkungen macht, dieses hier, da geht es um Corona, hier ist Seite Wikipedia, wie Machen es auf Facebook und faktisch Instagram. angepasst ist, fände ich jetzt nicht so schlimm, wenn das weiterhin ist. Nee, stört Aber mich ja. auch nicht. Manchmal ist es auch eine Fehlfunktion, manchmal sind es auch diese Corona-Informationen bei Videos, die gar nicht sich um Corona drehen oder bei Beiträgen bei Instagram. Also es ist noch nicht lupenrein, aber ich finde es gar nicht, jetzt stört ja nicht wirklich. Kann halt nicht schaden. Ich hätte halt Angst, dass wenn Elon Musk das aufkauft, dass es so ein Double-YouTube-Ding wird, wie Attila Hildmann, dass er unter dem Mantel der Meinungsfreiheit ein neues YouTube aufmacht, aber da halt ex extreme Anti-Meinungsfreiheit macht und Sperren verhängt, dass wenn du seine Videos dislikes, dann so Meldungen kommen wie du Hurensohn, ich weiß, wo du wohnst. Das ist dann nicht, Ja. natürlich nicht so radikal, weil Ja. Musk ist wahrscheinlich kein Querdenker jetzt so radikal, aber kann schon so sein, dass er dann so Meinungsfreiheit für sich deklariert, dass das Meinungsfreiheit das, was er halt für richtig hält.
Ja, das aber darf eben auch nicht sein. Also das ist ja der Plan B sozusagen, ein neues Twitter zu machen stattdessen, wenn das nicht klappt, das aufzukaufen. Social Truth. Das ist sehr selten von Erfolg gekrönt, auch die Trump-Alternative ist ja auch total kläglich gescheitert und so. Ich glaube, dass das sehr von Vorteil ist, wenn man halt auf so einer Plattform auch sehr extreme Meinungen, mit Betonung auf Meinungen, nicht auf Hass oder Rassismus, Rassismus sehe ich nicht unbedingt als Meinung, wenn man die da auch toleriert, weil da gibt es immerhin die Gegenstimmen. Wenn du die da grundlegend alle verbietest, dann passiert das, wie bei Attila Hildmann, dass das halt auf so eine Nischenplattform umwandert und da kann sich das gegenseitig viel besser befruchten. Ja, das kann schon sein. Was du jetzt gesagt hast zum Thema irgendwie öffentlicher Raum, das wird, glaube ich, passieren in Zukunft. Also noch nicht, weil das Internet immer noch relativ jung ist, vergleichsweise. Und so die Generation Ü50 da irgendwie ausgeschlossen ist. Also die Mehrheit der Leute ist halt noch nicht so im Social-Media-Ding angekommen. Aber so, warte mal noch so 20 Jahre ab, ungefähr. Mach ich dir. Ich setze mich jetzt hier hin. Ich sitze schon. und warte jetzt hier 20 Jahre. Mit Rheumadecke hier und warte mal, wie du hier sitzt und Hauslatschen und so. und also, das ist mein Podcast-Dress. Ja? Ich stehe hier so, normalerweise laufe ich im Anzug durch meine Wohnung. Also ich hier schöne Jeanshose, BLAB-Socken und so und The Fiend-Pulli. Ich habe das erste Mal jetzt in BLAB Bastard reingehört. Das ist ja gar nicht meins. Es ist irgendwie so ein Themenalbum, so Western und ganz viele Features auch und so Zwischenspieler und sowas, gar nicht meins. Aber das erste Bela-Album finde ich noch sehr, sehr gut, muss ich sagen, auch heute noch. Wie hieß denn das? Das erste ist Bingo. Nee, heißt das Bei? Das ist andere Country-Album? Bei habe ich noch gar nicht gehört. Das finde ich richtig gut, Bei. Das hat mir richtig gut gefallen. Wir schweifen ab, jedenfalls glaube ich, dass es eh passieren wird, weil noch ist es halt kein richtiges Forum für alle, weißt du? Aber wenn die wegsterben, die alten Leute, die Twitter nicht kennen, die nur Twitter kennen, die werden dann wegsterben und dann ist es wahrscheinlich echt ein öffentlicher Raum. Dann kann es passieren, dass man echt sagt, hier, Facebook, Twitter, ihr seid jetzt öffentlicher Raum und seid nicht mehr privat, werdet enteignet. Der Traum eines jeden Christa Lindners, aber es wird passieren, glaube ich. Ich call es. Wollen wir Christian Lindner mal enteignen? Von mir aus gerne. Entleiben. Wollen wir den mal opfern auf dem Opferaltar und von dem Blut, was dann gegen Morast tropft, Guido Westerwelle wieder ausgraben? Ja, wäre nicht schlecht. Nun, also, wir kommen zum nächsten Thema. Ja, den kennt keiner mehr, oder? Guido Westerwelle? Nee. Ist das nicht dieser Song von Die Ärzte? Ich will zurück nach Westerwelle. Let me solo her ist so ein großes Ding in der Internetgemeinde. Wenn wir jetzt hier so politische Themen machen, dann müssen wir jetzt auch mal wieder hier so lustiges Geplänkel auspacken. Elden Ring kennst du ja, ist ja dein Lieblingsspiel. Elden John Ring? Genau. Ja. Das ist sein Anus, weil der das mag. Das Elden Ring. Elden Ring. Habe ich auf jeden Fall auch schon mal angesprochen. Bestimmt. Das ist das Neueste aus dem Hause der FromSoft-Schmiede. Da musst du halt von Elden John einen verlorenen Ring finden. Genau, das ist so ein Crossover. Elden John macht den Soundtrack und Tolkien haben wir auch wieder ausgegraben und hat quasi Herr der Ringe nochmal weitergesponnen. Und in diesem Spiel kann man halt invaded werden, heißt es da, glaube ich, auch, von anderen Leuten. Und da gibt es einen sehr berühmten Spieler jetzt und der heißt Let Me Solo Her, also lass sie mich alleine machen. Mhm. Das hat nichts Sexuelles, du brauchst jetzt gar nicht die Augenbrauen hochziehen. Nee, gar nicht. Er ist auch komplett nackt, bis auf einen sehr knappen Schlüppi. Nicht sexistisch, nee. Und hat einen Krug auf dem Kopf, einen riesengroßen. Junge Frau, ich führe meinen Penis nun in ihre Vagina ein, aber es ist nichts Sexuelles. Es geht nicht darum, es geht um einen der härtesten Bosse in dem Spiel. Und er invadet halt quasi deine Spielwelt und will, dass du dich zurückhältst und er diesen Boss komplett alleine macht, komplett ohne Rüstung und quasi auch immer so, dass er nicht getroffen wird. Und er sagt auch, manchmal gibt es leider ein Problem, dass er irgendwie so ein Leck hat und dann schafft das nicht und er entschuldigt sich bei allen, die er enttäuscht hat, wo er nicht diesen super harten Endboss alleine besiegt hat. Und der hat richtig harten Kultstatus jetzt innerhalb von einer Woche bekommen.
Finde ich eine schöne Geschichte. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also es ist ein Online-Spiel. Nee, du spielst es eigentlich schon alleine, aber du kannst von anderen Online-Spielenden invaded werden. Ach so. In aber, deinen Singleplayer. Aber schon freiwillig. Also du kannst ich glaube, du kannst es ausschalten, dass das Leute nicht machen können. Mhm. So, und dann können die theoretisch gegen dich kämpfen. Ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht sage ich auch ein bisschen was Falsches, aber die FromSoft-Spiele sind ja alle relativ ähnlich. Kannst halt invaded werden. Entweder kämpfen die gegen dich, können dich herausfordern, oder kämpfen halt mit dir, helfen dir bei Bossen. Sowas. Du kannst sie auch sammeln. Ja. Kannst sie beschwören. Und ja, er ist halt Let Me Solo Her und will die halt solo besiegen, die krasse Frau da. Weiß man, wer das ist? Also ob das irgendwie eine Nee, aber Frau der gibt's jetzt halt so Fan-Artwork und mit dem 3D-Drucker wurden jetzt schon irgendwie Statuen von ihm errichtet und so. Das ist super großartig. Und du kannst deine Figur quasi auch selbst gestalten. Ja. Also erkennst du denn auch, wenn er kommt? Naja, nur wie gesagt, der ist nackt und hat einen Krug auf dem Kopf. Mhm, und zwei Katanas. Kann ja auch ein Hex sein oder so. Oder ein Mod. Oder ein Cheat. Nee, es ist einfach ein sehr guter Spieler. Oder ein Schummel. Ein Schummel. Ich zock übrigens auch gerade voll viel. Ja, was? Ich bin so ein Zocker geworden. Du wolltest auch voll viel streamen, habe ich gehört. Ja, ich habe es versucht. ich war ganz kurz online am Dienstag. Mhm. Für eine halbe Stunde oder Willkommen so. Willkommen in meiner Welt, ne? Es ist furchtbar. Also, alles lief gut. Ich habe Testaufnahmen gemacht und Tests auch angestreamt auf einem anderen Kanal quasi von mir, wo man das nicht sieht. Gehe richtig online bei meinem Account und das Internet fällt aus komplett. Es ging gar nichts mehr. Es läuft immer die letzten Wochen. Da an dem Tag ging es nicht mehr. Jedenfalls wollte ich zocken City Skylines. Mhm. Ist das auch so ein wie Sim City, oder? Ist wie Sim City, nur viel geiler. Und ich liebe es gerade. Es macht so süchtig leider. Ich bin jetzt mal so abends, so vorm Schlafen gehen, so ein, zwei Stunden am Rechner. Es ist geil. Nice. So, meine Stadt hieß gestern Puerto Caca. Aber schaut auch immer daran, dass irgendwann sich meine Straßen stauen. Also Leute, ich brauche Tipps von euch, wer City Skylines spielt. Ich schaffe echt alles. Ich mache auch immer mit hier nicht unendlich Geld. Ich mache halt immer echt den echten Spielmodus und schaffe es einfach nicht, die Straßen frei zu bekommen. Der Müll türmt sich irgendwann. Ich mache dann Schulden, weil die Leute ausziehen aus der Stadt. Herr Rodes würde sagen, das ist deine dreckslinke Politik. Nee. ich bin gar nicht so links in dem Spiel. Ach so, da bist du autoritärer Faschist, ja. Auch nicht ganz. Ich brauche eure Tipps, Leute. Okay, also ich habe bei verschiedenen Genres von Spielen immer so krasse, exzessive Phasen gehabt und dann gar nicht mehr. Also ich habe zum Beispiel Theme Park World übelst hart gesuchtet, dann gar kein Interesse mehr irgendwie gehabt. Auch Sims halt damals irgendwie übelst lange und intensiv, die Sims brechen aus, aber dann geil. Auch seit zum Stream halt nie wieder Sims angefasst. Für die PS2, ne? Genau. Ja. Und sowas wie Dynasty Warriors zum Beispiel habe ich mal mit einem Kumpel so zwei Wochen richtig hart durchgesuchtet und auch dann nie wieder angefasst. Mhm. So. Also irgendwie, ich spiele so Genres durch und bin dann bedient. Ich habe so Phasen eher. Also ich hatte schon mal eine City Skylines Phase. Das war, als meine Eltern im Urlaub waren und ich auf ihren Hund aufpassen sollte für über eine Woche. Und da habe ich halt auch da gepennt in der Wohnung, schon ein paar Jahre her. Und da hat meine Brüder auf ihre PS4 noch City Skylines drauf. Und das kannte ich halt nicht, ich habe es gezockt. Und war hatte auch die Woche Urlaub, hab da nur gezockt. Die ganze Woche lang durch, gezockt, gegessen, Hund ausgeführt, gezockt. Ganz schlimm. Hab's dann nicht mehr gezockt, weil ich es dann nicht mehr bei meinen Eltern so oft war und mit meinen Brüdern. Und vor ein paar Wochen oder Monaten war es jetzt als kostenloser Download verfügbar für den PC. Hab es mir runtergeladen und jetzt bin ich wieder voll drin, seit ein paar Tagen. Kennst du die afrikanische Version von dem Spiel? Das ist ja quasi gar nichts. Shitty Skylines. Ah, schön, schön. Das war gerade rassistisch, Tinus. Finde ich nicht gut, dass du das lustig findest. Ja. In Afrika gibt es auch sehr reiche und weit entwickelte Länder. Ja. Aber es bezieht sich ja eher darauf, dass da Hochhäuser eher die Seltenheit sind. Und nicht um die Qualität der Häuser ging es mir ja gar nicht. Nee, ich wollte dich eigentlich gerade ins Gesicht schlagen. Ja. Ich habe erst drüber gelacht, danach wollte ich dich eigentlich schlagen, weil es doch nicht lustig war. Ja, so wie bei Mario Barth immer. Genau. Nee, aber Shitty Skylines könnte man auch zu Shanghai sagen. Das haben wir jetzt noch gar nicht zum Thema gemacht, obwohl es seit zwei Wochen da auch Ausnahmezustand ist. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Dass in China sind ja, die fahren eine richtige Null-Toleranz-Grenze bei Corona. Du sagst immer China. 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 Ist dir das? Ich verstehe mal China bei dir. China. China-Satzverkehr. China. Aber China mag ich nicht, deswegen sage ich ja China. Oder China, sage ich. Ich bin nicht ganz bei. Na, China ist ganz raus. Also, nee, das sehe ich nicht ein. Aber also,
China, sage ich nicht. Mhm. Aber weil ich China auch sehr unangenehm finde, bin ich eher bei Sch als bei Ch. Verstehe. Und deswegen China. China, okay. So ein Zwischending. Mhm. Aber mehr bei Sch, egal. Also, sorry. Die chinesische Regierung mag Corona nicht so sehr. Deswegen haben die richtig harte Lockdowns verhängt, also dass die Leute wirklich in der Wohnung eingesperrt sind. Mhm, auch wieder zugenagelt wahrscheinlich, ne? Und teilweise auch solche Dinge passiert. Dann wurden Leute auf der Straße zusammengeschlagen von anderen, die halt in voller weißer Montur sind, ne? Ja. Und wirklich dystopisch. Dann haben die Leute die Fenster aufgemacht, haben rausgeschrien, haben gesungen, um sich irgendwie Kraft zu geben. Dann sind Drohnen rumgeflogen, haben Durchsagen gemacht, bitte öffnen Sie die Fenster nicht. Sie haben ein Verbot zu singen. Ganz, ganz finstere Scheiße. Und da heulen in Deutschland die Leute rum, weil sie mal irgendwie ein paar Tage zu Hause bleiben müssen. Oder eine Maske tragen müssen. Oder eine Maske, ja. Naja, auf jeden Fall schöner Zustand. Gerade das mit den Drohnen finde ich irgendwie richtig bizarr. Diese drohenden Drohnen. Ja, und die ganzen Nahrungsketten brechen halt da zusammen. Die haben in ihren Häusern halt auch generell nicht so den Platz. Mhm. Also gerade in den Großstädten Shanghai. Und die sitzen dann halt teilweise mit Großfamilien zu Hause, dürfen nicht einkaufen gehen und so. Mhm. Richtig heftig. Also die ganzen so Querdenker-Menschen, die ich bei Telegram so beobachte, die nehmen diese Bilder aus China und sagen dann, dass das bei uns genauso kommen wird. Hm. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. In China war es halt auch vor 2 Jahren schon so. Ja. Und bei uns halt nicht. Ja. Also sehe die Anzeichen dafür auch eher nicht. Das ist nur ein Vorlauf gewesen in China. Hm. Bald auch bei uns. Ja, hätten sie mal Mario Barth Lockdown. Aber die Inzidenzen gehen bald gehen wieder nach unten jetzt, ne, bundesweit. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Mhm. Damit ich genießen kann, auf diverse Konzerte zu gehen. Ich habe noch einen Wortwitz. Ja. Mario Barty. Als Party oder genau, was? Genau, wie Mario Barty. Ja. Vielleicht Mario Bart Party. Mhm. Eine richtig große Mario Barty wurde gefeiert auf dem Kriegsschiff Moskwa. Ja, das ist untergegangen, ne? Ja, da haben sie ein bisschen zu hart den Dancefloor drangsaliert. Moskwa. Erst hieß es, das wurde von einer Rakete getroffen, von einer ukrainischen Rakete. Das kann nicht sein. Ist dann aber in einen Sturm geraten und aufgrund dieses Sturms gesunken. Mhm. Also das mächtige Kriegsschiff lässt sich nicht einfach von den Ukrainern versenken, das geht nicht. Jetzt heißt es aber dennoch, das Versenken dieses Kriegsschiffs ist der Beginn des Dritten Weltkriegs seitens Russland. Denn das geht ja gar nicht. Also das Kriegsschiff wurde vom Winde verweht. Und der Wind kam aus Finnland. Ja. Und dann heißt es jetzt, also die kommen mit ihrer Propaganda nicht mehr so ganz zu Rande. Irgendwie kommen die da durcheinander. Ist ein bisschen schwierig, aber witzig. Und Russland verlässt sich jetzt sehr auf Weißrussland, also Belarus, und sagt, hey, wir brauchen den Westen nie wieder. Mhm. Wir haben jetzt dieses Mini-Russland da. Wir brauchen nur uns. Das Witzige daran ist ja, dass Weißrussland im Westen von Russland liegt. Und wenn er sagt, wir brauchen den Westen nicht mehr, ist dumm. Der kennt sich nicht mit dem Kompass aus. Aber Belarus und Weißrussland ist ja auch so ein Ding von, man sagt es nicht mehr, ne? Also man soll ja Belarus sagen und nicht mehr Weißrussland. Ich hab's doch nur für die, die 80-jährigen Zuhörer. Das war so, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Wüsste ich nicht. Ich dachte mal gelesen zu haben, dass man Weißrussland nicht sagen soll, wie das N-Wort, nicht das Z-Wort. Ach, wie das N-Wort, ja. Nicht, dass die Gefühle von Lukaschenko verletzt werden, der Arme. Nicht. Wenn der hört Weißrussland. Ich finde das aber eigentlich ganz passend, weil die sind ja de facto eigentlich ein Land. Er ist wahrscheinlich der Einzige, der das nicht so ganz wahrhaben will. Mhm. Weil er ist ja auch so ein kleiner Bobby. Vielleicht marschieren die auch bald an, die Russen in Belarus. Ja, nee. Und Le Pen, Alter, da sind auch Dinge am passieren. Gibt es auch ein Farin-Rus und ein Rott-Rus, wenn es ein Belarus gibt? Witzig. Danke. Ja. Sollte man mal einnehmen. Ja. Ach ja, Le Pen. Was, Le Pen ist auch ganz, ganz sauer, weil es Proteste gibt, weil sie auch Connections zu Putin hat. Ja, es gab ganz viele Flyer noch von ihr im Wahlkampf, auf denen sie, auf den Fotos zu sehen sind, wie sie halt Putin die Hand schüttelt, die sie jetzt alle vernichten lassen wollte. Ist das dieser Streisand-Effekt, der da passiert? Ich hoffe doch. Aber es ging nicht nach hinten los, weil die Wahlen trotzdem zu den Gunsten ausgefallen sind. Jetzt in Frankreich, also Macron und Le Pen sind gerade so auf Augenhöhe
Und es gibt bald Stichwahlen. Moment, aber ist die tatsächliche Wahl schon gewesen? Die ist doch noch nicht, oder? Doch, die Wahl war, soweit ich weiß. Frankreich-Wahl. Und jetzt die letzten beiden kommen in die Stichwahl. Election. Ah, tatsächlich. Naja, aber guck doch mal. Also ausgezählt 100% für den Sieg sind mehr als 50% der Stimmen erforderlich. Das ist ja dumm. Genau, deswegen gibt es eine Stichwahl. Das ist immer groß, aber 27,8 und sie hat 23,1%. Und da gibt es natürlich einen, der Jean-Luc heißt und der ist komplett raus, ja. Obwohl der fast genauso viel hat wie sie. Das ist ja albern. Na, ich dachte, dass sie nur die ersten beiden nehmen. Nehmen sie die ersten drei. Ich weiß es nicht genau. Na, wahrscheinlich nehmen sie nur die ersten beiden. Das ist ja übelst mies, weil er ist ja echt nur 1% dahinter. Tja, dumm gelaufen. Jean-Luc Picard. Ja. Ja, cool. Gut zu wissen. Also ich nicht für die, die es nicht wissen, Marie Le Pen ist halt die Vorsitzende vom Front National. Die sind halt so eine französische AfD, kann man sagen. Le Penis. Le Penis. Und sehr am rechten Rand. Und Macron ist ja eher so konservativ-sozialdemokratisch, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, der steht auf Menopause-Frauen. Der ist so, der hat eine ältere Freundin, genau. Das ist so, 44 so ist der erst, gucke an. Was für eine Partei ist der nochmal? Vielleicht ist es auch nicht so wichtig. NSDAP. Ah, genau. Also ja. Eher links. Genau. Ausbildung. Ich wollte seine Ausbildung, der Idiot. Ja, so ein Trottel, Alter. Die Rache der französischen Rentner. Ja, gut, Frankreich interessiert ja eh keinen. Frankreich. Ist ja nur ein kleines Kackland, ne? Ja. Und ich wollte gerade Boris Palmer sagen. Boris Johnson war jetzt auch in der Ukraine und hat Zelensky getroffen, was eine große Geste ist. Also Zelensky ist der Präsident von der Ukraine. Und es wurde ihm als große Geste angerechnet. Aber jetzt hat Putin ihm Russlandverbot gegeben. Oh nein. Du hast Russlandverbot, Alter. Schade. Das kenne ich nur aus der Rap-Szene, wenn man irgendwie gesagt hat, du hast Frankfurt-Verbot. Putin sagt bald, ich fick deine Mutter, ja. Boris. Einfach ein Battle-Rap machen. Ich fick Putin. Deine Queen, Boris. Und dann, nein, die hat doch gerade erst Corona überlebt, die hat Probleme beim Laufen. Ja, cool, der Boris. Trotzdem, also ist schon ein Meme-Boss, so, aber trotzdem nicht so ein geiler Typ, muss ich sagen. Nee. Er hat einen hohen Unterhaltungswert, finde ich. Also es ist schon witzig. Ja, er ist noch in diesem Sweet Spot. Er ist nicht ganz so deranged wie Trump, dass man sagt, ach du Scheiße, da bleibt einem das Lachen eher am Hals stecken. Obwohl er genauso dämlich eigentlich ist. Ja. Und auch so aussieht, ne? Ja, ja. Naja, das ist ja eher hier dieser, ne? Wie heißt er von Pfeifel der Mauswanderer? Wie heißt denn der scheiß Blonde da? Alfred oder so? Weiß ich nicht. Nee, Michel aus Lönneberger. Ah, ja, so verwuschelte blonde Haare. Nee, dessen älterer Freund. Heißt der Alfred? Keine Ahnung. So sieht Boris Johnson lange nicht mehr gesehen. Aber ihr wisst, wen ich meine. Wer bald weg vom Fenster gewesen wäre fast, ist Karl Lauterbach. Denn es gab Meldungen darüber, dass in Telegram-Gruppen von querdenkenden Leuten Pläne geschmiedet worden sind, ihn zu entführen. Und ihn zu erpressen und so weiter und Schlimmeres anzutun. Das war auch gerade groß in den Medien. Lauterbach blieb ganz cool und meinte, ich lasse mich davon nicht beirren, ich mache weiter. Guter Mann. Ja. Ja, geht ja so. Ich habe ihn ganz kreativ auf Twitter als Klabautermann bezeichnet gesehen. Klabauter. Es ist ja Wahnsinn, was die Leute sich ausdenken. Wow. Ein Klabauterblach. Bach. Ja, Tino, die größte Nachricht YouTube und Twitch Deutschlands haben wir noch nicht besprochen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Mhm. Ankerkraut, überteuertes Kochgewürz. Ist jetzt im Besitz von Nestlé. Stimmt. Und ich kannte das eigentlich gar nicht, nur weil Jane, Kodiak Cosplay, das ein oder andere Mal eine Produktplatzierung für Ankerkraut gemacht hat. Ich dachte, das ist so ein Hamburg-Ding oder so. Hamburg intern, vielleicht kommen die auch aus Hamburg ursprünglich, weil sie kommt daher und Anker, keine Ahnung. Klingt so, ne? Und dachte, deswegen ist das für sie irgendwie was Besonderes, aber wie sich rausstellt, machen das sehr, sehr viele Twitcher und YouTuber da so Product Placements. Und jetzt nicht mehr. Da sind sehr, sehr viele abgesprungen, obwohl Ankerkraut gesagt hat, wir sind weiter unabhängig und wir machen unser eigenes Ding, alles cool. Aber Nestlé ist halt Nestlé, ne? So ist es. Und jetzt, ja, also ich kannte Ankerkraut vorher nicht, keine Ahnung, aber es ist schon ein Statement, wenn die aufgekauft werden.
Das war auch damals so bei Innocent Smoothies, die dann von Coca-Cola aufgekauft worden sind. Du bist hart im Smoothie-Game drin. Ich bin im Smoothie-Game drin, ja. Und seitdem läuft es auch für die eher schlecht. Smoothie und Bubble Tea, das sind Smoothie, Bubby Tea, Wrestling und AfD. Nee, Smoothie lange nicht mehr tatsächlich. Also ich hatte so eine Ja. richtige Smoothie-Phase, wo ich noch in meiner alten Wohnung war. Da hatte ich so einen richtig coolen Mixer noch und da habe ich halt immer so Obst gekauft und das dann gemischt und so. Aber seitdem ich jetzt umgezogen bin, bin ich irgendwie faul geworden, habe den Mixer irgendwie in den Schrank reingesperrt und so, habe nicht mehr draußen stehen und trinke jetzt nur noch Saft. Langweilig, Kein aber Smoothie ist mehr. nicht Ich bin echt Saft der schlecht. Smoothie des kleinen Mannes? Eben. Ja. Gut. Ja, Ankerkraut ist jetzt, was sagen wir dazu? Keine Ahnung. Der Ankerkraut schafft sich ab. Ja, die kommen nicht weiter. Die haben Anker ausgeworfen, Schreibt bleiben bald so jetzt ein stehen. ehemaliger Politiker ein Buch drüber. Hoffen wir es. Ich habe noch eine Meldung zum Thema Rassismus in den Oh, geil, USA. bin ich immer dafür. Ja. Es wurde wieder ein Video veröffentlicht, wie ein weißer Polizist einen Schwarzen erschossen hat. Es ging wohl um eine Polizeikontrolle. Und der schwarze Autofahrer hat sich irgendwie geweigert, Papiere zu zeigen oder sowas. Es war was ganz irgendwie eine Lappalie trotzdem. Wenn auch nicht richtig gehandelt, natürlich. Und dann ist er wohl weggelaufen von dem Polizisten. Da muss der Polizist wohl den umgeworfen haben, den Schwarzen. Und nachdem er das gemacht hat, nachdem er eigentlich schon Ruhe gewesen ist, hat er ihm noch in den Hinterkopf geschossen und ihn ermordet. Richtig hart exekutiert, am Boden liegend Ja, am oder Boden was? liegend. Und es Aber ist gerade, gibt es auch Videos bei das überall. ist völlig an mir Und das vorbeigegangen. ist schon sehr. Ich dachte gerade, du als hier USA- und Rassismusexperte. Ich bin auf jeden Fall Rassismusexperte. Ja, Ich habe ja. jeden Rassismus durchgespielt. Ich kann dir sagen, was jede menschliche, ich will gar nicht Rasse sagen, was jedes Land auf der Welt einfach Schlechtes ist, Ja. kann ich dir alles sagen. Genau, in den Wir Kopf Deutschen zum geschossen. Beispiel, wir sind immer viel zu pünktlich, das ist super nervig. Einer der Beamten ringt Lioja zu Boden und schießt ihm von hinten in den Kopf. Ja, ist auf jeden Fall ein netter Move. Ja, Einzelfall. Ist ein Einzelfall. Ich habe diese Woche echt viele von diesen True Crime-Analysen angeguckt. Das hat mich richtig. Ich habe eins auf Reddit verlinkt gesehen, wollte eigentlich nur mal kurz reinschauen, habe dann 3 Stunden dieses Ding nebenher laufen gehabt. Ist ja das Geile an solchen, das ist ja fast so podcastmäßig, musste nicht so mit voller, musste nicht halt komplett Konzentration drauf, kann nebenher laufen, aber das hat mich richtig hart gecatcht. Da habe ich so zum Einschlafen immer so ein Shit angeguckt, wie halt irgendwelche psychopathischen Kinder, die irgendwie ihre Freunde abgestochen haben und so, da vernommen werden von so Agents, die das halt so ein Geständnis raus zwirbeln wollen. Und Ja, das fand ja. ich richtig, also das hat meine Woche bestimmt auf jeden Fall. Ja, das gibt's ja auch, ne, dass irgendwie Cops den Fall schließen wollen und dann irgendwie die Verdächtigen so lange quälen, bis sie halt ein Geständnis Ja, nicht quälen, rauspressen. also zumindest nicht bei den Sachen, die ich geguckt habe, sondern relativ clevere, auch sprachliche Kniffe, so dass man halt zum Beispiel irgendwie sagt, ja, also nach der Intention fragt. Wenn da zum Beispiel jetzt zwei Leute haben den Vater von einer Freundin umgebracht und der Polizist sagt jetzt, also legt das Augenmerk darauf, dass sie dieser Freundin ja helfen wollten, damit die Täter denken, das war ja voll in Ordnung, was wir gemacht haben, und eher ein Geständnis halt rausbringt. Ah, Solche okay. Kniffe halt, finde ich Ja, ganz sehr geil. smart. Das heißt, wenn ich irgendwann mal bei der Polizei bin, weiß ich, auf was ich alles achten muss. Nee, das fand ich schon ganz geil. Gibt's auf jeden Fall viele Kanäle, die das so auseinandernehmen, mal besser, mal schlechter, aber gute Sachen dabei. Ich habe jetzt eine Miniserie gesehen von Jimmy Savile. Kennst du den? Nee. Das ist ein sehr bekannter BBC-Moderator gewesen in Großbritannien. Der hatte Kindershows gemacht, hat richtig viele Charity-Projekte vorangebracht, mit Millionen, Milliarden gefühlt, an Spenden gesammelt für alle möglichen Projekte, Krankenhäuser gebaut, war bei der Königsfamilie irgendwie ganz eng, hatte riesigen Einfluss, war mit Elvis befreundet, den Beatles, also war riesiger Star. Und nach seinem Tod kam also offiziell heraus, dass er halt Kinder missbraucht haben soll. Und gilt als der schlimmste Sexualverbrecher laut Scotland Yard. Es gab schon zu Lebzeiten irgendwie Gerüchte darüber, dass er dass er kleine Mädchen vögelt. Aber erst nach seinem Tod kamen die ganzen Beweise raus, weil auch dann die angefangen haben, die Opfer auch zu sprechen darüber. Und da hat auch die Polizei eine Rolle gespielt, weil der Jimmy Savile hatte wohl auch Kontakte zur Polizei.
die wohl auch manche Hinweise irgendwie verschwinden lassen haben, weil sie ihn halt kannten. Und haben auch Opfern aus Versehen irgendwie dazu geraten, kein Verfahren zu führen, weil sie verschwiegen haben, dass auch andere Frauen noch mitklagen würden. Die haben meistens gesagt, alleine mache ich das nicht. Mhm. Obwohl die Bullen oder die Cops halt wussten, dass es doch mehrere Frauen gab, die Anzeige erstatten wollten. Und erst nach seinem Tod kam es so richtig raus. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass in Großbritannien in den höher gelegenen Rängen der Zivilgesellschaft Leute sind, die gerne an Kindern rumdiddeln. Ja, ne, war doch völlig überrascht. Irgendwie. Wie heißt denn die Serie? Ich gar nicht nachvollziehen. Den Namen gerade nicht. Über 450 Opfer steht da. Ja, A British Horror Story, Jimmy Savile, genau. Also sehr spannend erzählt. Die Serie spielt auch ein bisschen damit, dass man es nicht weiß, wer er eigentlich ist. Also ich wusste es, was er gemacht hat. Ich kenne den Fall schon, Mio wusste es halt nicht. Und die machen das echt sehr spannend in diesen Folgen, dass man anfangs nur eine Vermutung hat, worum es eigentlich geht. Sie bereiten auch sein Leben sehr, sehr viel auf und machen quasi, erzählen die halt nach, was dann so schon rausgekommen ist, so als noch zu Lebzeiten war. Und erst an dem Punkt, wo er gestorben war, kommen sie richtig raus mit den Beweisen. Echt gut erzählt, A British Horror Story auf Netflix. Ist quasi neu, ja? Oder erzählst du hier gerade? Es ist neu, glaube ich, okay, ja. Okay, schön. Nicht, dass du hier alte Kamellen auspackst, so wie ich, wenn ich sage, dass ich gestern den Film Auf der Flucht mit Harrison Ford geguckt habe und ich habe den sehr genossen, obwohl der so fucking cheesy ist, weil der so fucking cheesy, so richtig 90er Jahre alt ist. Wundervoll. Doch, kam jetzt erst raus, ja. Schön. Also klare Empfehlung von dir, ja. Vielleicht schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen vielleicht schon, aber es ist brandaktuell und es ist noch heiß. Geil. Nice. Die Kinder waren auch noch heiß. Sind wir durch, wa? Wir sind theoretisch durch, aber ich will zumindest erwähnen, dass Bam Margera seinen Lawsuit zurückgezogen hat gegen die Jackass-Leute. Aber nicht, weil der irgendwie sich gedacht hat, das waren ja meine Freunde, wir lassen das. Nein, außergerichtlich wurde sich geeinigt. Das heißt, okay, er hat wahrscheinlich irgendwie Geld bekommen und ein Halsmaul. Geil. So muss und Grindelwald wollten wir ja erwähnen. Ja, genau. Spoiler, Leute. Also Spoiler für die magischen Tierwesen-Filme noch nicht gesehen haben, vor allem den aktuellen nicht gesehen haben. Genau. Anti-Trans, they see me rolling in the JK, hat sich mal Virtue Signaling dazu geäußert, dass Gandalf schwul ist. Und deswegen ist jetzt, deswegen ist jetzt in dem neuen Film Vater Abraham gibt es so ein paar Szenen, Spoiler, interessiert doch eh keinen. Oder ihr habt es schon gesehen, dass der halt das zum Thema macht, dass der mit Grindelwald da so ein Techtelmechtel hat. Und das wurde auch im chinesischen Markt alles entfernt. Aber der Spirit vom Film, der ist natürlich noch der gleiche, obwohl der Film heißt Secrets of Gandalf. Ja. Ist natürlich dann nicht so wichtig, dass halt eins der größeren Secrets von Gandalf da einfach aus dem Film komplett rausgekattet wird. Mhm. Also immer schön die Filme zerschneiden, das ist ein großer Spaß. Das war auch schon so bei Brokeback Mountain, ja, das ist ja der schwulen Film eigentlich, schlechthin. Und da haben sie in auch China war es einfach nur ein Campingfilm. Ist so, also ich weiß nicht, ob es China war, ich dachte, es war Italien, die haben auch dann die alle Liebes- und Sexszenen rausgeschnitten und du fragst dich dann als Zuschauer, worum geht's in dem Film eigentlich? Das sind zwei Typen, die campen gehen und auf Schafe aufpassen und wissen, und da ist gar kein Plot so richtig. Also ist völlig ruiniert worden, der Film. Völlig ruiniert wurde auch unser Podcast. Dadurch, dass wir so viel Scheiße gelabert haben. Es wäre besser gewesen, hätten wir 60 Minuten geschwiegen. Trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Was geht man der Woche? Jede Folge ist doch so, oder? Ja. Also wie gesagt, nur den Podcast gibt es nur als Beweis, dass manchmal Schweigen besser ist als Reden. Ja. Obwohl Schweigen nicht unbedingt das beste Album, nicht das beste Lied auf dem Album Dunkel ist. Aber ich höre gerade sehr viel Dunkel und ich muss sagen, ich mag es immer mehr. Auch die schlechten Songs find ich jetzt inzwischen gut. Nee. Menschen und danach? Auch, ja, doch. Ich verachte dich. Ich höre es jetzt irgendwie. Jetzt beim City Skylines zocken, manchmal bist du so in Stauschleife. Es ist schon okay, es ist schon cool. Ich finde definitiv, das Album hat Momente und es hat auch mehr Momente, als ich am Anfang dachte. Ja. Ich finde zum Beispiel Nachmittag auch mittlerweile besser, als ich dachte. Ich finde auch besser, ein bisschen besser, als ich dachte. Immer noch nicht gut, aber an Menschen oder danach, da führt für mich jeder Weg vorbei. Also unser Die Ärzte-Podcast ist wieder völlig obsolet für mich, weil sich wieder alles gedreht hat, aber okay. Also mein Ranking ist nicht mehr, na gut, nicht mehr aktuell. Ja, die Woche hatte Mario Barth, geht so.
Ich glaube, wir müssen diesmal unter Nacht gehen, ja, oder? Ja, weil unten, es ist nicht viel passiert. Ja, na, so ein Schiff wurde versenkt. Also ich meine, Russland hat immerhin offiziell den Dritten Weltkrieg erklärt, aber ich weiß nicht, irgendwie kann man naja, das nicht macht, so ganz macht, ernst nehmen. Macht doch jede Woche. Ja, also da will ich erstmal, ne? Action speaks louder than words, Moskau. Was sagst du denn zu einer 6? Ja, Mario Barth. Ach so, hier, es gibt noch einen großen Durchbruch bei Solarenergie, wobei es noch nicht ganz klar ist, ob das wirklich so gut wird, wie es sich anhört, dass Solarenergie jetzt mit dieser neuen Technik bis zu 18 Jahre gespeichert werden kann. Das ist ja immer so das große Problem. Mhm. Aber es ist nach wie vor nicht sehr effizient. Ich glaube, irgendwie ausgerechnet war es so 3% der tatsächlichen Energie kann dann halt verwendet werden oder so. Aber wäre natürlich schön. Mhm. Solarenergie ist immerhin jetzt schon auf Platz 2 in den Vereinigten Staaten. Das will was heißen. Gut, Mario Barth, ja, ansonsten, ja, Twitter, Scheiße, Worship, Le Pen ist jetzt auch noch nicht entschieden. Nee. Nee, also ich würde auf eine 6,5 gehen, weil Let Me Solo hören fand ich witzig und guck mal, Ice Age und ja. Ankerkraut ist ein großes Thema für viele. Für mich, guck mal, Gilbert Gottfried, komm. Ja, 6,5. Okay, für ihn. Und Rammstein haben eine neue Single veröffentlicht, Zickzack. Das war letzte Woche schon, oder? Nee, aber echt? Ich glaube schon. Ja, du hast recht, schon eine Woche her. Ja. Stimmt. Aber cooler Song, cooles Video. Anhören, angucken. Kann man machen. Dann euch einen schönen Ostersonntag noch und schönen Ostermontag. Grüßt mir eure Familie. Jesus ist nicht umsonst gestorben, sondern für euren freien Tag heute und morgen. Ja, und damit wir sünden können. Ja. Oh, die Musik ist laut. Au! Oh. Das war eier süß.